Heute beim elektrischen Reporter: aufgezeichnetes Leben, ein Aufschrei und Außenspiele. Elektrischer Reporter. Ich habe Sie erwartet. Unser Gedächtnis ist nicht nur flüchtig, sondern oft auch schlicht unzuverlässig. Es speichert dieses ab und jenes nicht, ganz wie es mag und nicht wie es soll. Einige Zeitgenossen versuchen nun mit Hilfe digitaler Serienfotografie ihr schwächelndes Erinnerungsvermögen zu unterstützen, wie unser erster Beitrag zeigt. Zum ersten Mal hat Ingo Just Live-Logging ausprobiert, als er im Urlaub war, als Teil eines Forschungsprojektes. In rund 32.000 Einzelbildern hat er 4 Wochen in Neuseeland fast vollständig aufgezeichnet. In seinem Umfeld sorgte das zunächst für Irritationen. Also zunächst haben sie gefragt, warum ich die Kamera immer umhänge und gar keine Bilder mache. Dann sage ich so, die werden automatisch gemacht. Und dann waren sie vielleicht einen Moment lang ein bisschen irritiert. Dann habe ich das denen erklärt, habe ich gefragt, ob das ein Problem für die ist. Und dann war das eigentlich gar kein Thema. Ingos Live-Logging-Kamera registriert Lichtveränderungen und schießt je nachdem mal mehr oder weniger Bilder. Denn wenn die Lichtverhältnisse gleich bleiben, dann passiert auch nichts vor der Kamera. So zumindest die Theorie. Abgenommen hat er die Kamera nur in ganz intimen Momenten. Heute kann er sich seinen ganzen Urlaub in Einzelbildern ansehen, kann vor- und zurückspulen, wie in einem Film. Vor allem ja, dass man da nicht gewählt die Bilder macht und sagt, okay, das finde ich jetzt schön, das ist ein schönes Objekt, das ist ein schöner Horizont, das möchte ich aufnehmen, sondern es wird ja automatisch einfach aufgenommen. Und das ist eine ganz andere Art von Erinnerung, die man dadurch erhält eigentlich, oder wenn man die Bilder wieder anschaut. Das eigene Leben mit einer Kamera aufzeichnen. Schon seit den 60ern nehmen Künstler wie Andy Warhol sich selbst auf. Der erste richtige Live-Logger aber war der Computeringenieur Gordon Bell, der 6 Jahre lang sein ganzes Leben in Dokumenten, Fotos und Bildern digital archivierte. Und genau darum geht's beim Live-Logging: Erinnerungen konservieren. Deswegen beschäftigt sich auch der Soziologe Stefan Selke wissenschaftlich damit. Erinnerung ist ein großer Markt. Menschen waren schon immer bereit, für Erinnerungen viel Geld auszugeben, seien es Ölgemälde oder die Fotografie oder eben im digitalen Zeitalter Live-Logging. Die Frage ist eigentlich nur, in welcher Form und zu welchen Übertreibungen es möglicherweise kommt und wo der alltagspraktische Nutzen dann liegt. Es gibt bereits erfolgreiche Versuche mit Demenzkranken, die mit Live-Logging-Bildern ihr Gedächtnis verbessern konnten. Wie aber verliert man bei so vielen Bildern nicht den Überblick? Zum Beispiel durch Tagging, also durch Verschlagworten, meint Live-Logging-Forscher Markus Trals. Denn die Live-Log-Bilder können mit zusätzlichen Informationen verknüpft werden. GPS-Geodaten beispielsweise, Uhrzeit, Wetter oder auch mit Personen, mit denen man unterwegs war. Es geht sogar darüber hinaus, dass man, es wäre denkbar, dass man zum Beispiel schon Emotionen auch loggt. Dadurch müsste man einfach die Gehirnströme von einem Menschen sich anschauen, müsste schauen, was passiert im Kopf, wenn ich glücklich bin, und kann natürlich im Rückschluss auch nachher diese wieder auslesen und kann dann in Verbindung mit Bildern eben sagen, in diesem Moment, als dieses Bild ausgelöst wurde, war ich glücklich. Noch ist Live-Logging ein eher schräges Hobby, das von wenigen praktiziert wird. Aber Kameras werden immer kleiner und billiger. Und die ersten speziellen Live-Logging-Kameras für den Massenmarkt sind bereits in Planung. Der Videokünstler Alan Kwan aus Hongkong hat sich selbst eine gebaut, die er an seine Brille klemmen kann. Auch er will nichts mehr vergessen. Moment. Seitdem ich angefangen habe, mein Leben aufzuzeichnen, kann ich zu jedem Punkt meines Lebens zurückkehren. Ich kann zu dem Moment zurück, als ich das erste Mal meine Freundin geküsst habe oder als ich die Hand meines Vaters gehalten habe. Solche Dinge eben. Seine Freundin und seine Familie haben kein Problem damit. Aber Alan Kwan weiß auch, wie vorsichtig er sein muss. Denn wer sein Leben so lückenlos aufzeichnet, der nimmt unweigerlich andere Menschen auf, weiß Markus Trals. Es ist natürlich auch die Frage, was mache ich mit den Bildern, wenn ich die nur für mich speichere. Also ich mache einfach Fotos, ich logge für mich, lade die abends auf meinen eigenen Rechner, dann ist es natürlich unproblematisch, weil so mache ich es natürlich auch, wenn ich normal Fotos mache. Noch ist Live-Logging im Versuchsstadium.
Aber wenn diese automatisierte Lebensarchivierung beliebter wird, werden rechtliche und ethische Fragen auftauchen. Was passiert, wenn ich Menschen beim Live-Loggen fotografiere, die das gar nicht wollen? Und wie gläsern machen sich Live-Logger, wenn sie ihre Bilder über soziale Netzwerke veröffentlichen? Denn Menschen wollen Erinnerungen teilen. So wie man sich früher Fotoalben gezeigt hat, zeigt man sich vielleicht in Zukunft gegenseitig das ganze Leben. Kommen wir nun vom aufgezeichneten Alltag zum Alltagssexismus. Denn um eben diesen geht es heute in unserem Tweet und seiner Geschichte. Ich bin Soziologin, ich twittere unter @totalreflexion und habe von Anfang an bei Aufschrei mitgetwittert. Ja, es war Donnerstagabend und ich lag, glaube ich, sogar schon im Bett und hatte halt mein Smartphone noch in der Hand und sah, wie Nicole von Horst über alltägliche Erfahrungen mit Sexismus und aber auch sexuellen Übergriffen getwittert hat. Und ich beobachtete das so ein bisschen und sah dann relativ bald, dass eben Anne Wiczorek meinte, irgendwie sollten wir das bündeln und ich schlage den Hashtag Aufschrei vor. Es war so eine Masse an Tweets. Und die haben natürlich auch ein bestimmtes Gefühl erzeugt. In erster Linie waren das individuelle Erfahrungen, die getwittert wurden. Und in der Masse ist anscheinend für viele dieses Bild entstanden, man würde Männern ein Kollektivschuld zuschreiben. Es ist immer wieder so dargestellt worden, als würden wilde Feministinnen irgendwie Männern kollektiv unterstellen, sie wären Arschlöcher. Was ich damit klar machen wollte, war, nicht alle Männer sind übergriffig und das hat auch keine von uns je behauptet, sondern es sind einfach nur enorm viele Frauen davon betroffen. Also es gibt keine Kollektivschuld, aber es gibt ein kollektives Problem. Die Massenmedien folgen immer ihrer eigenen Logik. Aber man kann sie sozusagen in ihrer Logik massiv stören. Und Twitter ist ein perfektes Störinstrument dafür. Also man kann mit Twitter Themen setzen und man kann mit Twitter Debatten in dem Sinne produktiv stören, dass sich auf einmal in den Massenmedien der Umgang damit verändert. Und das hat man bei Aufschrei gut gesehen. Aufschrei hat offensichtlich total viel gebracht. Also es gibt immer noch Talkshows dazu. Es wird in Artikeln immer wieder aufgegriffen. Die Antidiskriminierungsstelle verzeichnet, dass sich mehr Frauen bei ihnen melden, um Hilfe zu bitten. Man kann hier relativ gut sehen, eine gesamtgesellschaftliche Debatte kann dazu führen, dass Frauen sich stark genug oder empowered genug fühlen, um jetzt nach Hilfe zu suchen. Und das ist ja enorm wichtig. Aufschrei hat das Problem benannt und sichtbar gemacht und emotional nachvollziehbar. Und jetzt ist die Frage, wie können wir weitermachen? Wie machen wir es jetzt besser? Unsichtbar für die Umwelt sind nicht nur solcherlei Unmenschlichkeiten, sondern auch unbemerkt spielende Menschen, wie unser nächster Beitrag zeigt. Sie sind mitten unter uns. Die Agenten des Widerstands und der Erleuchteten. Sie sammeln sich an bedeutungsvollen Orten. Sie sehen mehr als die anderen. Auf ihren Smartphones vermischen sich realer und virtueller Raum zu einem Spiel namens Ingress. Der neueste Streich aus dem Hause Google. Ingress spielt in der echten Welt. Nur auf dem Bildschirm sieht sie anders aus. Aus Sehenswürdigkeiten werden im Spiel Portale. Die gilt es zu erobern. Das Prinzip fand schnell Anhänger. Das Faszinierende war dann wirklich daran, dass ich mit meinem Handy rausgehen musste. Nicht am Computer sitzen und irgendwas machen, sondern ich muss halt rausgehen, laufen und kann mehr oder weniger dadurch was bewegen, dass ich mich eben selber bewege. Seit November läuft Ingress im Testbetrieb. Das Spiel erreicht vor allem eine technikaffine Zielgruppe, die sogenannten Early Adopters. Die haben Ingress zu einer lebendigen Bastler-Community verholfen. Nur mit Smartphone und Tablet loszuziehen, ist diesen Spielern nicht mehr genug. Man rüstet auf im Kampf gegen die gegnerische Fraktion. Hier und da experimentieren Ingress-Spieler mit Flugdrohnen. Andere entwickeln aus ihrer Sicht nützliche Programme. Zum Beispiel welche, die alle Spieler in der Nähe anzeigen.
Doch damit greifen die Nutzer in die Datenstruktur von Ingress ein. Und da hört für Google der Spaß auf. Na, wir sagen ganz explizit, dass man unser Produkt nicht eingreifen soll. Na, das steht in den AGBs drin. Und wenn man vorher nicht unsere schriftliche Genehmigung einholt, dass man unser Produkt verändert, dann sehen wir das nicht gerne. Und wie schon gesagt, dann würden wir halt den Spieler dann in den letzten Schritt dann auch sperren. Aber natürlich sehen wir das gerne, wenn die Leute kreativ sind. Aber bitte im Rahmen unserer Nutzungsbedingungen. Soweit die offizielle Haltung. Bei den Nutzern stößt das auf Unverständnis. Man habe ja schließlich nichts Böses im Sinn. Wir wollen dadurch nicht schummeln, oder da schummelt eigentlich auch keiner. Aber Google hat sich halt da die falsche Zielgruppe für ausgesucht. Ingress richtet sich an Entwickler, an Hacker, an Developer jeglicher Art. Und Google bietet diese ganzen Daten. Die sind alle da und wir nehmen uns einfach nur die Daten und machen was draus. Genau das hat auch die Programmiererin Hakin Dash getan. Ihre Erweiterung der Ingress-Karte zeigt den Nutzern, wo es gerade die meisten Punkte zu holen gibt. Für die Spieler sind das nützliche Informationen. Für Google ist es ein Regelbruch. Das sei der falsche Ansatz, findet Hakin Dash. Also gerade wenn ich eine Applikation entwickle und dann als erste Benutzergruppe einen riesen Haufen Geeks und Nerds habe, dann bedeutet das, dass ich Input bekomme von so vielen Stellen, was einfach nur für mich, für meine Applikation und für die Entwicklung ein Riesengewinn sein muss. Für den Moment werden die renitenten Hobbybastler noch toleriert. Hart durchgreifen geht sowieso nicht, sonst hätte Ingress bald keine Spieler mehr. Die Entwickler haben ohnehin ganz andere Sorgen. Ingress ist noch lange nicht fertig. Soeben hat Google die Testphase um weitere 18 Monate verlängert. In der Ingress-Gemeinde wächst indessen die Ungeduld. Denn ab Level 8 geht es im Spiel plötzlich nicht mehr weiter. Aber was in diesen 18 Monaten noch kommt und was sie da vorhaben, das weiß absolut keiner. Es gibt keine Roadmap, es gibt kein gar nichts. Wir müssen uns auf Google verlassen. Ich bin Level 8, ich bin darauf angewiesen, dass vielleicht noch mal irgendwann ein Level 9 kommt. Man hat mal was erwähnt bei Google Plus irgendwo, aber man weiß es einfach nicht. Viele Spieler sind skeptisch. Sie wissen genau, Google hat Ingress nicht nur zum Spaß entwickelt. Aus dem Prestigeprojekt Ingress soll irgendwann einmal ein gutes Geschäft werden. Den Ingress-Fans soll es recht sein, solange der Spaß nicht auf der Strecke bleibt. Und da kann Google von seinem eigenen Produkt lernen. Das Wichtigste und das Beste an Ingress ist nämlich immer Teamwork. Eine Veränderung bewirkt stets eine weitere Veränderung. Niccolò Machiavelli. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine inspirierte Zeit. Bleiben Sie uns gewogen und schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein. Bis dahin bleibe ich Ihr elektrischer Reporter. Elektrischer Reporter.